Hallo Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist auch meine Fan-Mail-Adresse, wenn ihr die wollt. Auf jeden Fall, das zweite Paket ist angekommen und das ist viel schwerer als das andere Paket. Das war 0,2 Gramm und das hier ist 0,30. Warum? Okay, ich mache wieder mit euch ein Haul-Video und ich lege euch mal wieder weg. Weil ich das jetzt hier erstmal öffnen muss. Mit der Schere. Oh. Leute, wenn man die Pakete nicht öffnen kann, ne? Also wirklich. Ah! Na komm schon. Entschuldigt, Leute. Voll das gegen das Handy, ey. Ich hoffe, man sieht mich trotzdem nicht. Ah, oh mein Gott, fast geschafft. Oh, okay. Okay. Oh, yay. Das Paket ist da. Na. Ja, als Schere soll man auch schneiden können. Danke. Die Schere, die nicht schneiden kann. Jo, geil. Okay, Leute. Das wird jetzt irgendwie nicht tricky. Aber das Paket ist da und jupp. Yippie, das ist da. Okay, die Barcodes brauchen wir jetzt nicht. Da sind Barcodes drauf, warum auch immer. Warum auch immer. Barcodes immer da. Oh mein Gott, Leute. Oh, das ist so geil. Barcode geschafft. Alter Schwede. So, jetzt. So, okay. Hallo, bist du wohl? Bist du wohl? Na los. Ah! Riech mir die Hälfte doch noch. Ja, Verpackungsmaterial, Leute. Geiles Verpackungsmaterial. So, weg damit. Oh, wow, Leute. Oha. Und hier steht Amazon Exclusive. Ah, wie geil ist das denn? Ihr erkennt ihn bestimmt. Oh, wow. Check this out. Wow. Oh mein Gott. Undertaker, ja. Merkt man. Ich bin Undertaker-Fan. Nein, nur nicht. Und zwar ist das hier ein Exclusive. Und zwar ist das die Figur, also ist das Undertaker bei WrestleMania 36? Von diesem Boneyard Match. What the hell? Das sieht so geil aus. Oh, Leute. Hilfe, ist das cool. Oh, die Figur ist cool. Jetzt muss ich erstmal hier oben wieder packen. Pack das mal wieder. Ich lege euch mal wieder weg, ne? Was denn, hä? Wie ist das jetzt? Hä? Wie ist das jetzt gemacht? Warte mal. Warte mal. Aha. Ah, hier. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Alles klar. Doppelt und dreifach eingepackt. Let's leave it. Doppelt und dreifach eingepackt. Ah! Okay, ich hoffe, jetzt sieht er ihn etwas besser. Ja, jetzt sieht man ihn etwas besser. Boah, Leute. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Er hatte ja bei WrestleMania den Zopf geflochten. Oh mein Gott, wie süß! Das sieht so süß aus. Oha! Oh mein Gott! Das soll eigentlich böse sein, so. Der Undertaker soll da richtig böse rüberkommen, aber das sieht einfach total niedlich aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wie süß das aussieht. Oh mein Gott, wie süß. Das soll böse sein. Ist aber nicht. Oh, das ist... Ja, und schon wieder Kampf mit den Verpackungsmaterial hier. Wow. Oh mein Gott, Leute. Wie cool ist das denn? Oh, geil. Seht euch das Outfit mal an. Mega. Okay, ich muss mal hier den Blitz anmachen. Ah, jetzt sieht man was. Leute, oha, wie das aussieht. Das sieht so süß aus. Oh mein Gott, das Logo hier hinten drauf. Oh, wie geil ist das denn? Normalerweise sind die Tattoos hier bei solchen Figuren immer recht schlecht gemacht. Beziehungsweise, weil man die da nicht machen kann. Ja, ein Tattoo fehlt hier zum Beispiel. Das am Hals. Da fehlt das Tattoo am Hals hier.
wie ihr sehen könnt, hat er hier am Hals ein Tattoo. Das fehlt hier. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Tattoos hier... Kamera? Oh, krass, die Tattoos! What the heck? Das ist ja mal mega, Leute! Check this out! Und hier die Muster auf diesem Kopftuch, mega. Das ist, oh, was ist das für ein Muster? Bracelet-Muster? Ich habe keine Ahnung. Schreibt's mal in die Kommentare. Das sieht mega geil aus. Oh Mann, ey, wie cool. Und diese Weste, wie detailliert die ist, bitte, Leute. Boah, typisch Biker-Outfit. Das ist ein Biker-Outfit, da hat er ja. Hatte der ja das Motorrad, ne? Oh Gott. What the? Das sieht so geil aus, Leute. Das sieht mega aus, Leute. Ja, sie ist im Weg. Das Logo, ey, diese Figur ist wirklich der Knaller. Ich muss das euch sagen. Die ist mega. Und vor allen Dingen, dass die das auch daran gedacht haben, dass der den Zopf geflochten hat. Bei dem WrestleMania. Dass sie daran gedacht haben. Respekt. Respekt. Aber wirklich Respekt. Und dass die auch an die Tattoos hier gedacht haben. Und einfach generell, das sieht mega geil aus. Leute. Und diese klitzekleinen Details überall drauf, das ist mega. Und dass die hier dran gedacht haben, bei der Weste das Silber zu machen. Das ist total geil. Ja, Leute, das ist die Figur und ich bin... Ah, wow, positiv überrascht, Leute. Wie ihr wisst, war ja diese Figur gestern angekommen. So, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Diese Figur ist echt der Knaller. Wuhu! Oh mein Gott. Und diese Handschuhe. Das sind diese Biker. Das sind so typische Biker-Handschuhe. Das sieht man. Die sind hier nämlich an den Knöcheln hier. Hier an den Knöcheln. Müssen die geschützt sein. Und das sind typische Biker-Handschuhe. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Oha, Leute. Die Figur ist der Knaller. Jetzt zeige ich die euch nochmal von den Seiten, sodass ihr die gut sehen könnt. Zieht euch bitte mal Undertakers Blick rein, ey. Boah. Das heißt so viel wie Recipes, aber sowas voll. Wow, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Die Figur ist echt Knaller. So. Okay, das war's mit diesem Video. Aber ich möchte euch nochmal zeigen, welche es in dieser Serie gibt. Und zwar diese Figur, die habe ich auch schon mal. Die habe ich jetzt von Undertaker. Die, das ist... Oh, lasst mich nicht lügen. Na, Ministry. Ich glaube, Ministry ist das. Wenn ihr wisst, welche Ära das ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn das nicht Ministry ist, korrigiert mich bitte. Also, die Figur habe ich. Ich zeige die euch auch mal eben. Seht ihr? Das meine ich. Das ist diese Figur. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es Ministry. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, das Ministry of Darkness. Ich glaube, das ist das, glaube ich. Und auch hier haben die richtig Details eingebaut. Und hier haben sie auch echt dran gedacht, dass er immer so dunkel in den Augen hat, ne? Und dann auch die Augen so verdreht hat. Oh. Wow. Gut. Das war's jetzt. Oh, okay. Und in dieser Serie gibt es dann noch zusätzlich Becky Lynch. Da gibt es nochmal eine Becky Lynch, aber da ist, ich glaube, hier ist die in einem Wrestling-Outfit, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier ja, mehr so privat, oder? Keine Ahnung, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Trish Stratus. Oh, fast hätte ich Stratus gesagt. Glück gehabt. Elias. Hier ist er mit der Gitarre. Und Bret Hitman Hart. Den ich übrigens auch habe. Ja, den habe ich auch. Ja, und so, das war's eigentlich von der Serie. Welche Funko-Figur würdet ihr mir empfehlen? Bitte in die Kommentare hier schreiben.
Und vergesst nicht, hier den Abo-Button rot zu machen. Rot zu machen, sag ich schon. Grau zu machen. Und hier Like und Kommentar. Okay, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao!